und oh mein Gott, Levelaufstieg, 20.000 XP. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich den aktuell besten XP-Glitch in Chapter 6 Season 1. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Bevor wir mit dem Video starten, vergesst nicht in den Fortnite Item Shop zu gehen. Wir verschenken jeden Tag auf diesem Kanal 5 Geschenke an 5 Abonnenten. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist den Creator-Code JPLA einzutragen, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren mit allen Benachrichtigungen und euren Epic Games Namen 10-mal in die Kommentare zu schreiben. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Also was ihr als erstes machen müsst, ist hier oben auf die Lupe zu klicken und den folgenden Mapcode einzugeben. 8222-6801-8250. Diese Map wurde dafür designt, euch perfekt aufzuleveln. Und falls ihr euch denkt, diese Map habe ich doch davor schon mal gesehen, dann keine Sorge, denn es gibt eine brandneue XP-Methode. Ich würde sagen, ich zeige sie euch jetzt. Also stellt sicher, dass ihr ein privates Spiel eingestellt habt und ladet in die Map. Also was ihr als erstes machen müsst, ist hier unten in die Mitte zu laufen und wie ihr schon sehen könnt, Leute, die Map hat ein riesiges Weihnachtsupdate bekommen und was ihr als erstes machen müsst, ist hier zu diesem goldenen Lama zu laufen, dann hier einmal auf diesen Button drauf zu drücken und was ihr dann einmal machen müsst, ist hier einfach zu tanzen. Ihr werdet schon sehen, ihr werdet extrem viel XP bekommen. Nun, um noch mehr und schneller XP zu bekommen, geht hier einmal auf dieses Ding hier drauf und geht hier einmal zu diesem PlayStation Controller. Stellt euch auf den PlayStation-Controller und macht egal welchen Emote, das ist komplett egal welchen Emote ihr macht. Und sobald ihr das gemacht habt, werdet ihr hier in diesen Raum teleportiert. Und wie ihr schon sehen könnt, hier ist ein Timer. Ich würde sagen, wir sehen uns, sobald der Timer abgelaufen ist. Also für den ersten Button müsst ihr hier rüber zu diesem Schild laufen. Dann müsst ihr einmal zu diesem Geschenk laufen. Und wenn ihr hier bei diesem Geschenk seid, ist ja auch schon der erste Button. Dann geht wieder zu dem Controller, um noch mehr XP zu bekommen. Und dann geht hier rüber zu diesem Eisgebäude. Dann lauft hier hin und bei dieser linken Seite von diesem Eisgebäude und, oh mein Gott, Leute, wir haben gerade schon 2000 XP bekommen, einfach mit einem Button, das ist krass. Und, oh mein Gott, Leute, wir haben einfach gerade schon 2000 XP bekommen und Levelaufstieg mit einem Button, niemals. Dann geht wieder hier in diesen geheimen Raum hier rein. Was ihr als nächstes machen müsst, ist wieder hier auf den PlayStation-Controller zu gehen, hier wieder einen Emote zu machen. Und dann nehmt ihr euch ja einmal diese Schockwellengranaten hier. Wir nehmen uns einfach genau zwei einmal davon. Dann nehmt ihr euch einmal die zwei Schockwellengranaten, boostet euch einmal hier rüber zu diesem Gebäude, lauft dann hier einmal rein, lauft dann einmal nach links und dann hier bei diesem Regal hier ist auch schon der nächste Button. Hier sollte der genau sein. Wir drücken einmal drauf und gucken, wie viel XP wir bekommen und, oh mein Gott, Leute, 3000 XP mit einem Button. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Oh mein Gott, ich glaub's nicht, Leute. Ich glaube es nicht. Okay, wir machen wieder hier ein Emote. So, zack. Und ich würde sagen, ich zeige euch den nächsten Button. Der nächste Glitch ist hier bei diesem linken Gebäude. Dann lauft ihr einmal zu diesem linken Gebäude hier einmal hin und lauft einmal in dieses Gebäude hier einmal rein. Dann lauft ihr hier rechts auf jeden Fall die Treppe hoch einmal. So, zack, wir laufen hier einmal die Treppe hoch. Und dann springt ihr einmal, wo diese Toiletten sind und hier sollte auch schon der nächste Button sein. Wir drücken einmal drauf, gucken, wie viel XP wir bekommen und... Oh mein Gott, Leute, wieder 2000 XP mit einem Button, Leute. Wenn ich jetzt hier gerade, es kann sein, dass ich hier gerade weniger XP als ich bekomme, Leute. Als ihr, ich meine, als ihr natürlich bekommt. Es kann sein, dass ich gerade weniger XP als ihr bekomme, weil ich gerade schon ein paar Runden Battle Royale auf jeden Fall gespielt habe und da schon relativ viel XP bekommen habe, Leute. Aber ich würde sagen, ich zeige jetzt den nächsten Button. Und nur um das kurz zu erwähnen, hinten bei diesem geheimen Raum ist hier auch nochmal hier diese Zipline, wo man hier auch eben extrem viel XP bekommt. Und oh mein Gott, Levelaufstieg, 20.000 XP! Okay, der nächste Glitch ist hier bei dieser Flash Factory. Okay, ihr lauft einmal hier, wie gesagt, in dieses Gebäude hier einmal rein. Und dann hier bei diesem Porträt, bei dieser Lady mit den Gingerhaaren, findet ihr den nächsten Button. Und wir gucken, wie viel XP wir bekommen. Und 2000 XP pro Button. Worauf ihr alle gewartet habt auf dieser Map, dreht euch hier einmal um. Und hier ist auch schon das, worauf ihr alle gewartet habt. Und hier finden wir endlich die Goldmünzen. Ich kann nicht darauf warten, sie zu benutzen. Ich würde sagen, wir gehen auf die Grind Rail. Und, oh mein Gott, wie viel XP bekommen wir? Oh mein Gott, wir bekommen so viele XP, Leute. Oh mein Gott, jetzt bin ich aus Versehen nach hinten. Okay, so, passt. Und, oh mein Gott, hier ist der XP-Automat. Und hier ist der absolut fantastische Part von dieser Map. Und zwar Supercharge XP. Ich würde sagen, wir drücken jetzt einmal drauf, gucken, wie viel XP wir bekommen. Und, oh mein Gott, Leute, wir bekommen 1000 XP pro Sekunde. Das ist richtig heftig, Leute. Offensichtlich haben wir kein Supercharged XP, weil die neue Season gerade gestartet hat und heute der erste Tag ist. Also wenn ihr Supercharged habt, dann bekommt ihr wahrscheinlich vielleicht sogar 200.000 XP.
Und oh mein Gott, Leute, 66.000 XP. Oh mein Gott, Levelaufstieg, Leute. Wir sind jetzt einfach schon Level 6, Leute. Ich glaube, wir haben auch schon das nächste Level auch schon fast. Oh mein Gott, Leute. Wir haben dieses Video gestartet mit Level 3 und sind jetzt einfach schon Level 6. Oh mein Gott. Ich würde sagen, jetzt zeige ich euch noch einen zweiten XP-Glitch. Also was ihr dafür machen müsst, ist hier oben auf die Lupe zu klicken und den folgenden Map-Code einzugeben. 9166-9734-3994. Sobald ihr das gemacht habt, drückt auf Auswählen, drückt dann auf Spielen und wartet, bis ihr in ein Match geladen seid. Bewegt euch in die Mitte von der Map, also ich spawne jetzt hier einmal in diesem Haus. Wenn ihr jetzt auch wie ich in diesem Haus spawnt, dann müsst ihr einfach nur die Mitte von der Map suchen. Egal wo ihr spawnt, Leute, ihr müsst die Mitte von der Map suchen. Die Mitte ist jetzt einmal genau hier, da läuft jetzt einmal hin, also wir benutzen hier einmal dieses Teil hier. Und hier sollte ein gelber Container sein, das passt perfekt, Leute. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen hier einmal aus dieser Kuh raus, dann gehen wir hier einmal auf diesen Container drauf, genau, Leute. So, jetzt müsst ihr hier auf jeden Fall einen Emote machen. So, ich würde sagen, wir machen kurz den Emote. Und jetzt werden wir auch schon in einen Raum teleportiert. Und wir können uns jetzt hier einmal entscheiden, ob wir den XP-Glitch machen möchten. Mit Timer oder ohne Timer. Also mit Timer supportet ihr halt den Map-Creator ein bisschen mehr. Ich würde sagen, aber ich zeige jetzt einmal, wie das Ganze ohne Timer funktioniert. Dafür lauft ihr jetzt einmal hier zu diesem Tresor hier ohne den Timer. Und ich zeige jetzt, welchen Code ihr einmal eingeben müsst. Und zwar müsst ihr einmal den Code eingeben. Okay, jetzt habe ich da jetzt aus Versehen zweimal drauf geklickt. Ist, glaube ich, nicht schlimm. Ihr müsst einfach den Code eingeben. 6607. Dann drückt ihr einmal auf Enter. Und jetzt seid ihr auch schon in diesem Raum. Hier schnappt ihr euch noch einen Grappler. Ihr könnt nehmen, welchen ihr wollt. Die Gebäude sind hier, hier und hier. Die sieht man jetzt noch nicht, weil wir zu weit weg sind. Aber wenn wir uns hier einmal annähern, dann sollten wir auch schon die Gebäude sehen. Und ja, hier ist schon das erste Gebäude. Ich würde sagen, ich zeige jetzt den ersten Button. So, der erste Button ist hier oben auf diesem Gebäude. Wir schnappen uns ja mal einen Grappler. Wir können im Prinzip auch hochspringen, aber mit dem Grappler geht es natürlich schneller. Hier sollte der erste Button sein. Wir drücken einmal drauf und, oh mein Gott, Leute, wir bekommen hier schon sehr viel XP. Ich weiß gerade nicht, wieso es angezeigt wird. Wir können ja hier auf Escape drücken oder auf M. Stimmt, auf M war das. Und dann könnt ihr auch schon sehen, ja, okay, wir bekommen jetzt hier auf jeden Fall bis zu 1000 XP pro Sekunde. Ich weiß nicht, wieso es gerade nicht angezeigt wird. Oha, wir haben gerade sogar 10.000 XP bekommen. Jetzt werden die XP angezeigt und, oh mein Gott, Levelaufstieg. 3000 XP pro Sekunde, oh mein Gott, dieser XP-Glitch ist zu heftig, Leute. Wir haben auch gerade schon 10.000 XP pro Sekunde bekommen. So, der nächste XP-Glitch. So, für den nächsten XP-Glitch müssen wir hier einmal auf die linke Insel rüber. Das heißt, wir schnappen uns hier einmal einen Grappler, so zack, zack. Und dann müssen wir einmal hier rüber. So, wir springen jetzt hier einmal rüber. So, mal gucken, ob wir das auch direkt schaffen, Leute. Okay, wir schaffen das, perfekt. Wir müssen uns jetzt hier einmal hochgrabbeln, so zack. Und perfekt, Leute, wir sind jetzt hier schon mal direkt oben. Jetzt müssen wir einmal hier zu diesem grünen Stromkasten. Hier ist schon der nächste Button. Ich würde sagen, wir gucken, wie viel XP wir bekommen. Und 7000 XP mit einem Button. Nochmal 3000 XP, nochmal 3000 XP. Oh mein Gott, dieser XP-Glitch ist zu heftig, Leute. Wir bekommen hier auch gerade noch wirklich 1000 XP pro Sekunde teilweise, Leute. Das ist richtig heftig, Leute. Okay, ich würde sagen, ich zeige euch den nächsten Button. Und nochmal 3000 XP. Schon wieder Levelaufstieg. Level 8, Leute. Oh mein Gott, das ist wirklich zu krass, dieser XP-Glitch. So, der nächste XP-Glitch ist auf dem dritten Gebäude, das heißt hier drüben. Das heißt, wir schnappen uns jetzt hier einmal den Grappler und grabbeln uns hier rüber. Okay, wir können uns jetzt da gerade nicht auf den Boden grabbeln, weil da Wasser ist auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir schwimmen da jetzt hier einfach rüber und jetzt sollten wir gleich hier den Grappler benutzen können. Und genau, perfekt. Jetzt können wir den Grappler benutzen. Jetzt müssen wir hier auf dieses Gebäude und hier ist der letzte Button. Ich würde sagen, wir gucken, wie viel XP wir bekommen und, oh mein Gott, ich bin gespannt. Okay, okay, wir bekommen hier jetzt nicht so viel, Leute, 400 XP pro Sekunde. Aber, Leute, das liegt doch daran, weil wir gerade schon extrem viel XP bekommen haben. Ich würde sagen, ich hoffe, der XP-Glitch hat euch gefallen. Wenn euch der XP-Glitch gefallen hat, lasst einen Like da, lasst ein Abo da. Vergesst nicht, den Creator-Code JPLA einzutragen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.